Ja, mit 13 Jahren habe ich ungefähr angefangen zu rauchen. Ich wollte zu einer Clique dazugehören, meine damalige Freundin hat geraucht, mein damaliger bester Kumpel hat geraucht. Ich wollte einfach dabei sein und mich auch cool fühlen können. Am Anfang habe ich eigentlich jeden Tag nur eine Zigarette geraucht, ich kann mich noch genau erinnern. Meine Eltern wussten das nicht, ich habe das heimlich gemacht, jeden Tag vom Klofenster abends, bevor ich schlafen gehe, noch eine Zigarette geraucht. Wie es die Sucht so will, wurde es dann von Jahr zu Jahr immer mehr. Ich glaube, mit meinen 15 Jahren habe ich dann schon fast eine komplette Schachtel am Tag geraucht. Es fing mit dem Schulweg an. Ich habe auf dem Schulweg eigentlich schon meine erste Zigarette geraucht. Dann meistens irgendwie heimlich in der Pause in der Schule. Dann auf dem Rückweg war auch mindestens eine Zigarette drin. Und dann war ich daheim, habe sehr viel am Computer gespielt, habe auch in meinem Zimmer geraucht. Mit 16 oder 17 Jahren war das dann. Da war ich mit Sicherheit schon nah an den zwei Schachteln dran. Mit 18, da waren es dann die zwei Schachteln am Tag, da habe ich das geknackt. Da habe ich auch teilweise Zigaretten aus der Tschechei geraucht, weil ich es mir nicht mal anders leisten konnte. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin war. Ich bin Mensch. Wenn ich was mache, dann ziehe ich das hart durch, mache keine halben Sachen. Ich war sehr anfällig für Süchte oder bin es immer noch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Jetzt bin ich halt vom einen Extrem ins andere gewechselt. Ich habe sehr viel gezockt, ich habe sehr viel geraucht. Ich habe auch einiges an Alkohol getrunken. Ja, und ich bin jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig und ziehe die Sache durch. Ja, und jetzt habe ich zum Glück irgendwann dann mit 19 Jahren zum Fitness gefunden und bin jetzt auch süchtig nach dem Fitness. Es ist halt einfach was, wo man sich dran festhalten kann. Ich glaube, jeder, der den Sport macht, der kann mich da irgendwo verstehen. Gerade auch die schlechte Ernährung während der Zeit. Ich weiß nicht, was ich meinem Körper da angetan habe. Ich will das Ganze auch nicht irgendwie schlecht reden. Ich hatte trotzdem eine richtig geile Zeit. Ich hatte eine echt tolle Kindheit. Ich hatte eine tolle Schwester. Ich hatte tolle Eltern. Auch wenn meine Eltern getrennt waren. Ich liebe meine Mutter über alles. Ich liebe meine Familie und weiß, dass sie immer für mich da sein wird. Egal was ich mache. Jetzt versuche ich meinen Weg irgendwie so zu finden, dass ich mich am Fitness festhalte. Dass ich an meiner Familie festhalte. Ja, und vor allem am Sport halt. Beim Sport habe ich echt was für mich gefunden und eine Sache, in der ich gut bin, und das ist gerade das, was mich gerade so motiviert. Viele Leute fragen mich: Simon, was mache ich, wie mache ich das, wie mache ich das so? Und holen sich Ratschläge bei mir, holen sich Tipps bei mir, weil sie mir einfach vertrauen und denken oder wissen, dass sie mich gut auskennen mit dem Thema. Und Leute, sucht euch was im Leben, an dem ihr euch festhalten könnt. Jeder Mensch braucht eine Bestimmung. Also das ist meine Ansicht. Wenn ihr ein Hobby habt, dann lebt euer Hobby. Steckt eure Zeit und volle Energie rein. Versucht immer der Beste zu sein. Man kann nicht immer der Beste zu sein, aber versucht in dem, was ihr tut, immer der Beste zu sein. Es gibt natürlich Phasen im Leben, da denkt man, oh, alles ist scheiße und irgendwie weiß ich gar nicht, was ich hier auf der Erde zu suchen habe. Aber seht es einfach immer positiv, Leute. Negativität bringt euch nichts. Es kann alles noch so scheiße sein. Versucht trotzdem immer das Positive zu sehen. Das Leben geht immer weiter. Und ihr habt nur ein Leben. Denkt immer dran, irgendwann ist es einfach vorbei. Es könnte von heute auf morgen einfach vorbei sein. Genau das ist das, was ich mir vor Augen halte. Vor kurzer Zeit ist mein Hund gestorben. Ich bin mit dem Hund aufgewachsen. Das war der treueste und liebste Hund auf der ganzen Welt. Und ich vermisse noch. Das öffnet mir einfach die Augen, wie schnell es vorbei sein kann. Deswegen versuche ich auch so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. Klar geht's nicht immer, klar muss man viel arbeiten, der Sport nimmt viel Zeit in Anspruch, YouTube, Instagram nimmt viel Zeit in Anspruch. Aber deswegen versuche ich trotzdem immer mindestens einmal in der Woche was mit meiner Familie zu machen. Und ich weiß, ich kann mich auf meine Familie verlassen. Das ist mir so wichtig, Leute, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Zu wissen, dass immer jemand für dich da ist, das ist einfach nur geil. Und ich weiß, dass ihr das gerade hört und ich möchte euch einfach damit danken. Ihr seid einfach die geilste Familie, die man sich vorstellen kann. Und Leute, steht immer hinter eurer Familie, ich sag's euch. Die Familie ist immer da.
Ja, Leute, seid auf jeden Fall immer für eure Familie und Freunde da. Nehmt das Leben nicht so ernst. Seid positiv und steckt nur in das Energie, was eure Leidenschaft ist. Versucht euer Bestes zu geben und bleibt immer am Ball, Freunde. Peace out.